Hallöchen, ihr magischen Miesmuscheln. Willkommen zu einer Runde. Wir hassen uns alle und ihr könnt mich alle mal. Und ich würde sagen, let's go, hey ho und lass krachen, ne? Alle ready? Ich mach. Hey, hallo. Hallo? Die Technik. Hey, wieso fahren wir nicht? Aufnahmen und Stream laufen bereits. Lass krachen. Ja, hallo und die Kommentare bei Falcodinho, das bitte nicht mobben, wenn ich ihn töte. Das würdest du selbst machen. Ja, jetzt starte einfach das Skin-Lobby okay, dazu. Jetzt starten wir mal. Ja, das würdest du safe machen, Jan. Oh, endlich. Das würdest du safe machen. Das würdest du safe machen. Alle Fresse halten und Spaß haben. Ja, mich töten würdest du eh gerne, auch wenn du kein Imposter bist. Das würdest du eiskalt durchziehen. Boah, das sieht ja gut aus. Jonas, ich hab nur Wänden sehen. Ich wusste da. Oh mein Gott, wer ist das? Irgendwer ist vom Alarm weggerannt, what the fuck? Ich hab Janne dort noch gesehen, wie er da rumstand und wollte es fixen. Ich hab ihn getötet und dann gewendet. Aber wer ist vom Alarm bitte weggerannt? Ich. Warum? Weil das warum? Die Statistik. Warum? Wenn einen Post jemand tötet, dann schaltet er meistens einen Alarm auf der anderen Seite. Ja, es ist logisch, aber wir haben einen Kill-Cooldown von 35 Scheiße, Sekunden. Also. Ja, die ersten sind zuerst. Warte, ich muss mal kurz ein paar Leute rausschmeißen. Also es ergibt ja schon Sinn, aber ich meine, es waren Jackie und ich auf der anderen Seite, also hättest du da ruhig bleiben können. Also am meisten habe ich gerade Jan gesasst, weil er hinter Falco hinterhergerannt ist. Und meiner Meinung nach, wenn ich auf dem Escape-Map ist, wenn der Alarm links losgeht und sagen wir schon ein Kill passiert ist, was jetzt da nicht die war, aber trotzdem, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass er einfach an dem Dings den Kill macht, der Imposter, sodass keiner das Ding fixen kann. Mein Spiel geht übrigens immer ein bisschen nicht wundern, wenn ich erst als letzter loslatsche übrigens. Ne? Wo liegt die Leiche? Ich bin gerade mit, ich weiß noch nicht, wie es ausspricht, Grau, ja nee, in Electric reingelaufen und da lag Ender Vlad tot und Falco stand auf dem Band. Also, okay, gut, dann haben wir schon mal jemanden gefunden, den wir ausmachen. Mensch, stopp, es muss nicht sein, dass Falco. Warum wohnst du schon? Ich mach mit. Es muss nicht sein, dass Falco der Killer ist. Es kann einfach sein, dass Falco da die Task gemacht hat. Ja, hallo. Nee, gemacht noch nicht, weil wollte ich. Ich bin da hingelatscht, den Leiche habe ich nicht gesehen und ich wollte diese Kabel da machen. Oder was auch immer dann für eine Aufgabe dann kommt. Ich wollte die gerade machen. Ich stand da ein bisschen links von dieser Tafel.
Oh, das. Ja, gut, dann. Ach, ich doch alle. Kein Problem. Also, wenn es Falco ist, dann bauen sie mich raus. So, war das richtig oder nicht? Ja, ich war richtig. Ich krieg alle Diamond-Dislike blockiert, gemeldet, alles klar, gerne. Sehr schön, sehr schön. Oh Mann, das sind wirklich sehr lange, spannende Runden. Wir sind einfach zu gut. Wir sind die Besten. Okay. Oh Mann, ich bin nicht sicher, ob das schlau ist, wenn wir in dem Stream zuschauen, weil dann sehen wir, was du für ein Dings bist. Vor allem das Ding ist. Nein. Ich hab den nicht offen. Das Ding ist. Ich hab ihn offen, aber ich hab ihn minimiert. Das Ding ist, egal wo ich war, entweder war da keiner oder zwei. Und ich hab mir gedacht, ich will jetzt irgendwo eine Ecke haben, wo noch keiner so lange. Wo jetzt keiner eine Zeit auf mich zukam. Dann ging ich einfach daran in der Hoffnung, dass einer reinkommt und ich schnell wenden kann und was passiert, ne? Der Plan ist einfach: go on Rampage. Töte einfach alles. Alles auf einmal. Also ein bisschen, bisschen Rambo-Style ist eigentlich auch meine Art, aber ich wollte sie zwar ein bisschen strategisch anstellen. Was? Bin ich muted? Nein. Nee. Nö. Oh mein Gott. Ich vermute, es ist Jana. Jana ging gerade raus und sofort war die Leiche gemeldet. Nein, ich habe gesehen, ich habe es leider nicht gesehen, aber ich war da beim Reaktor, weil da wollte ich reparieren. Dann ist die Leiche umgefallen und dann ist ein Grüner runtergekommen. Ich habe nur gesehen Grüner, aber ich weiß nicht, ob hell oder dunkel. Darf ich kurz eine Frage stellen? Ja. Du warst schon am Dingsen. Ich komme rein und dann hinter mir kommen direkt Jonas und Jackie rein. Die gehen nach oben zu dem Ding. Wenn ich denke, es sind drei drin, kann ich die Task machen. Aber nein, es werden 20 Minuten verschwendet, um sonst was zu machen. Dann stirbt wer was? Ja, also theoretisch ist es dann ja Jackie, wenn der reingekommen ist nach dir. Also ich kann ja, sagen, gut, aber ich kann Dings sagen, dass du bist. Also ich kann sagen, dass ich links war. Ich wollte dann halt zu diesen Alarmdingsbums hinballern und so. Dann kamen mir insgesamt drei Leute entgegen. Ich glaube, ein Grüner, also das muss dann Jackie gewesen sein und, ja, weiß nicht, also drei Leute kamen mir auf jeden Fall entgegen, die dann halt wie die Bekloppten zu dem Alarm geballert sind. Und dann habe ich gedacht, okay, dann renne ich rechts weiter, wenn da keiner mehr ist, dann gehe ich halt zu dem anderen Alarm-Dingsbums und habe dann diese Kabel gemacht. Also ich kenne mich mit den Namen der Räume nicht aus, außer halt Electrical, wie ihr wisst. Marco, du hast mich gesehen, vorbeilaufen. Ja, also Enderflamme und Falco Deno könnte es nicht sein, weil die waren zu weit weg. Das heißt, es ist einer von uns drei. Meisten in der Vermutung. Und ich habe unten, ich wollte diese Aufgabe machen, wo man so das reparieren kann, wo man seine Hand drauf legt, aber das hat nicht geklappt, weil dafür braucht man zwei Leute. Genau, aber ich dachte, Jonas oder Jackie gehen hoch, aber ich nein. Weiß. Jonas ich ist gestorben und Jackie oder Jonas, Janne, Grau hat ihn getötet. Ja, ich bin hoch und runter gejagt, weil ich so nach dem Motto, okay, du gehst runter, dann gehe ich hoch. Und dann hat aber irgendwie Jonas oder so halt sich gesagt, ja gut, du gehst runter, dann gehe ich hoch. Und dann war ein bisschen komisch. Also ich würde sagen, wir halten euch beide im Auge und wir voten noch nicht, weil ja. Es kann jetzt jeder von euch sein. Wen soll ich jetzt im Auge behalten? Grün und Grau. Also Jackie und Janne. Ja. Okay. Janne. Du bist jetzt Janne die Pfanne. Ne, Janne einfach.
Hans, warum wurdest du dich selbst? Warum nicht? Ich werde schon wieder nur gemobbt, die mobben mich schon wieder wegen meinem Namen. Ja, nee. Nein, gar nicht. Ja, nee. Ach du Scheiße! Das gibt einen YouTube-Bann. Einfach piepen. Ganz kurz, ich weiß, dass ich gerade während der Runde rede, Entschuldigung. Aber das Piepen wird von YouTube mittlerweile auch nicht mehr monetarisiert, weil sie ja wissen, dass da eine Beleidigung war. Dann legt Delfin-Zwitschern drüber. So wie bei SpongeBob. Meines Erachtens nach tun Delfine nicht zwitschern, aber hey, Hans. You know what I mean. Das gibt's doch nicht. Oh mein Gott, ich wollte den Code eingeben und ich hab mich vertippt. Was zum Teufel geht? Du bist der Imposter. Ich weiß, aber trotzdem. Ich hatte recht. Aber warum, ihr steht alle rechts, aber alle bei dem gleichen? Warum hat keiner von euch gecheckt, dass einer hoch muss? Da stand bei mir Bad und ich hab keine Ahnung. Ich hab reported. Wer hat reported? Ich hab reported. Ich stand noch neben Jonas, aber ich hab zu spät Report gedrückt. Falco Dino kann es nicht sein, weil als hier reported wurde, war er noch im Elektrik drin. Ja, da hing ich, bestimmt eine halbe Minute rum. Also ich hab nicht gecheckt, dass ich ganz nach oben links musste. Ich hab die ganze Zeit die zweite Aufgabe gesucht. Ach so. Ganz kurz. Der reported hat, redet als erstes. Nein. Okay, raus mit dir. Sprich mich jetzt auch, Jonas. Also, die Leiche liegt zwischen Reaktor und Security. Da, wo der Kamera-Ding ist, oder in dem Flur weiter oben, weiter unten? Mhm. Da, wo die Kamera ist. Achso, ich meine, oh mein Gott. Und ich habe mal ganz kurz eine Frage. Wieso war keiner in Admin beim O2, als der Alarm an war? Ich habe den Alarm ganz alleine gefixt. Vor allem, ich habe den sogar noch in letzter Sekunde gefixt. Ja, also ich habe alle rechts drüben gesehen und als ich dann gekommen bin, bist du runtergerannt und dann bin ich hoch, weil ich dachte, es müssen gleichzeitig gemacht werden. Aber du hast es ja noch geschafft, Jonas, alles gut.
Mir war das auch ganz doll komisch. Zuerst sind wir hoch, dann runter, dann hoch, dann runter. Immer so nach dem Motto, ich tu das, du tust das oder sowas. Und der hat einfach mal stehen geblieben. Nee, ich wollte das fixen, habe aber den Raum nicht gefunden. Oh. Ich bin ein bisschen los mit, ich glaube, Jackie war das da rumgelaufen. Ganz kurz, also wenn O2-Alarm ist, dann musst du in Admin und O2. Also da muss da geschützt werden. Ja, ich weiß ja, wo das ist, aber ich finde die Räume nicht. Also du kannst ja einen Pfeil. Du kannst auch Tab drücken. Ja, da ist sogar auch ein Pfeil. Und wir haben auch nur weil da ein Pfeil ist. Der Pfeil läuft sich genau dahin. Ja, Pfeile. Was haltet ihr davon, wenn wir mehr über die Leiche jetzt reden als den Alarm? Oder ich kann über den Alarm unterhalten, ne? Aber ich weiß nicht. Wir haben noch genügend Zeit. Also wir haben noch 130 Sekunden Zeit. Also ich bin voll gegen Janel, weil Willkür. Habe auch schon aus Versehen für sie ihn gewotet. Ja, warum selbst reportest du dich eigentlich? Es war ein Joke. Ich schreibe jetzt mal eben Carina, weil die das mit Mom angefangen hat. Macht ihr mal weiter. Also ich habe keine Ahnung, ich überspringe auch. Ja, ich habe auch. Ich habe auch nichts. Ja, wie gesagt, ich bin gegen Janne. Sie war es ganz sicher. Oder er. Oder er. Erstmal, konntest du 5-mal voten? Nein, Spaß. Das waren 5 graue Votes. Also erstmal wird gesagt, ich heiße Jane und ich, Und Janne, du bist jetzt leise. Die Runde hat angefangen. Danke. Ja, bla, Mauls. Too easy! Wie oft verfehlen wir diese Task? Nach links abbiegen! Junge, Falco, da lag eine Leiche! Ich hatte gerade schon einen Herzinfarkt, dass Falco den Alarm sieht, bevor der Alarm rum ist. Weil Falco, ich bin dir von dem Reaktor entgegengekommen und bin mit dir kurz in den Medbay rein und dann bist du genau Richtung Leiche gegangen, aber du hast anscheinend nicht gefunden. Nee, also, danke. Nee. Gott, muss man blöd sein. Ja. Ey. Nicht mal. Ich hab halt keine Adleraugen, ich hab Falkenaugen. Es ist ein bisschen, ne, in meinem Alter. Was für eine Mutter? Lass mal so machen, dass man ohne O2, weil das sehr, sehr aufwendig Nein, ist. Nein, wenn wir einfach zu dumm sind, O2 zu fixen, dann ist es halt so. O2 ist normaler Task, normaler Alarm. Ich meine, jeder wird doch wohl wissen, dass man zu den zwei Dingern geht, einmal einen Code eingibt und das war's. Der hat mich schon niedergestreckt, der Typ. Ja. Ich konnte nichts machen. Das Bekloppte ist, ich hab das Spiel. Okay. Ich wollte nur schauen, ob der Emergency Button funktioniert. Okay, Alex, rausworten. Ach, Alex. Komm, ey. Ja, super, danke. Eigentlich hättest du währenddessen rufen müssen. Never gonna give you up. Ach, komm, nee.
Hans, hast du für mich gemotet? Ja! Ich hab für dich gemotet! Ach komm jetzt! Verdammt, Alex hat ins Schwarze getroffen, ich bin im Monster! Verdammt! Ich war nicht muted. Wo war die? Electrical. Ich bin gerade aus Storage gekommen und bin Electrical. Wer war in Electrical? Ich überhaupt nicht. Ich bin nach rechts und da wollte ich nach unten gehen gerade. Also ich wäre ein Admin und dann bin ich zu Weapons hochgerannt, wollte die Task mit dem Kometen abschießen machen. Ja. Mhm. Ich bin auch nicht. Dann wurde gleich halt reported. Also ich habe jetzt niemanden gesehen. Also ich bin, als Licht ausging, war ich in Admin, hab meinen Upload oder Download gemacht, also beiden, hab die Karte einmal durchgezogen und bin dann in, in Storage rein, hab den Benzintank gefüllt und bin dann in Electrical unterlag. Ein pinkes Zopf. Ein pinkes etwas. Ja, bei mir war so, ich bin halt erst so oben rechts zu dem Stuhl mit Abschießen und so, mit den Kometen und, oder Meteoriten. Da kam mir, glaube ich, Alex entgegen oder so. Und Jackie habe ich dann auch später an der Ecke gesehen. Also die würde ich am ehesten ausschließen. Und dann war ich halt auf dem Weg nach unten und ja. Wann warst du auf dem Weg nach unten? Wo genau warst du jetzt? Das interessiert mich mal. Ich bin daheim. Wie gesagt, aus Electrical kenne ich so vom Namen, kann ich nicht zuordnen. Aber wenn man von dem Meteoriten-Ding runterläuft und dann wollte ich halt gerade Navigation. Ja, rechts oder links? O2 oder Navigation? Ja, rechts. Wenn ich quasi unten rechts war, dann wollte ich gerade nach links einmal links im Kreis laufen, um halt in den nächsten Raum so ungefähr in der Mitte zu gelangen. Also ungefähr. Storage. Da waren zwei Tasks und da wollte ich hin. Ja, das ist Storage. Ja. Das ist wahrscheinlich Müll leeren und Benzintank füllen. Ja, ich bin dafür, dass es Jonas war. Stimmt, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich vote jetzt dich dafür. Mir fällt gerade an, ich war zuletzt in dem Raum, wo man den Download machen muss. Wenn wir jetzt den falschen voten, dann gewinnt der Imposter. Ja. Ja. Nein. Ich bin dafür, dass wir Jonas rausvoten. Nee, ich skippe einfach. Hans. Ich skippe. Du bist es. Ja, ich bin auch dafür, dass es Enderblatt ist, aber Jonas muss prinzipiell rausgevotet werden. Willkür. Aber wir können keinen verlieren, hallo. Ey, was für? Alex! Zu meiner Verteidigung, ich hab Jonas, ich hab Hans gewotet. Ja, wir haben jetzt verloren, so. Ja, komm, ihr habt damit verloren. Ey. Impost hat gewonnen. So dumm. Dankeschön. Ich könnte ein Emergency Meeting machen. Ach, warte, geht nicht. Sei leise, bitte. Alex, you need to run. Muss man jetzt auch mal merken, wie die Namen hier heißen bei den ganzen Räumen. Die stehen da ja nicht umsonst. Bye.
Das ist eine Leiche. Also, die Leiche lag in Comms. Oh, nee, warte, Kommunikation. Also, Enderblatt ist da gerade reingegangen. Also entweder macht die übelsten Mindgames und der ist es, wofür ich voll bin, oder es ist Alex, aber ich bin für Enderblatt. Das ist Mobbing. Ja, und ich finde das gut. Wo ist denn... Alex, do it. Ich vote mich selbst. Was? Ich hab gerade schon baitet. Hans, wenn du es jetzt bist, ne? Ja, ich bin es, aber woher wusstest du das? Es schmeckt man in der leicht nussigen Luft. Ich weiß. Ja, dann rausdenken. Endlich mal. Jawohl. Ey, ihr könnt ruhig anfangen. Ich muss nur kurz, ihr könnt ruhig starten. Ich muss nur kurz auf AFK gehen. Mein Ausbilder ruft gerade an. Einen Moment. Also, es kann ein bisschen dauern, als startet durch. Okay, gut, dann kommen wir. Okay, gut. Alle bereit? Jade macht sich noch kurz hübsch. Du. JK. Wir sind alle JK ein tolles Loading. Bisschen. Ey, nicht mom. Janni. Das heißt Janne. Kleiner Witz. Halt die Fresse. Mutet euch. Vorweg, Alex oder Jonas ist safe nicht. Okay, danke. Weil die waren, okay. Die waren dabei mit mir, die Dingsbums, den Alarm auszumachen. Weil, ich darf mal ganz kurz anmerken, dass du gar nicht weißt, wann der Tod geschehen ist. Also ich meine, wenn der jetzt gerade erst war, ist es ja eine Sache, aber wenn er vor 5 Minuten war, ist niemand safe. Ich spiele noch keine 5 Minuten. Das war jetzt nur ein Beispiel. Ich möchte das nur zum Mitdenken geben, nicht, dass jetzt einer von den beiden ist und gleich die Hälfte... safe ist. Ja, I love you, Jose Imposter. Nein! Love you. Das Ding ist nämlich... Mit wem warst du zusammen? Jonas und Alex, die waren auf jeden Fall mit links dabei, mit mir den Alarm auszumachen. Und die sind beide nach unten gerannt, während ich nach oben lief. Und einer von denen hat halt den Alarm ausgemacht. Deswegen, einer von denen ist 100% safe. Moment, ganz kurz, Enderblatt, wo bist du hingegangen? Ja, ich war dort. Enderblatt, wo bist du hingegangen, nachdem ich dich in Electrical gesehen habe? Ja, ich bin sofort zu Storage und wollte zu Shields gehen. Und zwischen Comms, Communication und Storage lag die Leiche. Jonas, Hans, wo warst du? Ich war gerade eben in der Cafeteria auf Weg nach Admin. Davor wollte ich nach Reaktor gehen, dann war es zu Ende und dann bin ich halt auf dem Weg dahin gewesen. Dann hattest du keinen Bock mehr. Also es klingt für mich nach einem Selbstreport. Ja, für mich irgendwie auch. Selbstreport? Nein. Ich vermute, es ist Jonas oder Jackie, so. Und wenn ich nicht recht habe, dann habe ich nicht recht. Und wie kommst du auf Jonas? Okay, das heißt, wir voten Jonas und wenn Jonas nicht ist, voten wir dich. Nein, warum? Jonas hört sich gut an. Warum? Halt die... Wie kommt jetzt Jonas? Ohne Witz, wie kommt Jonas? Warum habe ich jetzt geskippt? Nein, das war ein Joke, nicht Jonas voten. Ich habe Jonas wenn ihr jetzt mich alle rausvotet, ne, ich kann euch alle kicken und bannen.
Und wenn Enderblatt jetzt halt Jonas gewotet hat, dann bedeutet es, dass er dafür ist, dass Jonas rauskommt, okay, anstatt Jonas ihm. Ist so eine Weile, aber wir können ja nichts von Enderblatt voten. Wir wissen das jetzt. Enderblatt ist safe, ja, der Imposter. Machen wir. Emergency Meeting und votet Enderblatt raus. Aber ich habe Enderblatt eben gewotet, also. Ich hasse euch alle. Hallo, ich bin unschuldig. Ich kann nicht zweimal Imposter sein. Doch, theoretisch ist das möglich. Ich hab einen Kollegen, der war sogar 3-4 Mal nach der Imposter. Ich hatte mal mehrere Mal. Leute, muten! Hintereinander Imposter und wollte irgendwann gar nicht Imposter sein. Emergency. Warum? Okay, wollen wir jetzt wirklich Enderblatt voten? Ja, also ich meine, Jonas habe ich eigentlich nur so just for fun gewotet, so nach dem Motto, es macht ja sowieso niemand mit. Aber da Enderblatt, ich gehe davon aus, dass Enderblatt der eine Vote war, hat es für mich halt bekräftigt, dass er lieber aggressiv votet, anstatt dass halt, naja, er selber rausfliegt, wenn du verstehst. Enderblatt habe ich eben gewotet. Aber okay. Das bringt dann den Imposter nur einen Vorteil. Genau, deswegen wäre es ja für mich nur viel wahrscheinlicher gewesen, dass du den Jonas gewotet hast. Aber wenn das nicht so ist... Ich glaube, es ist Enderblatt, Jackie oder Falco. Was? Wieso ich jetzt auf einmal? Also ich glaube immer noch, dass es Enderblatt ist. Irgendwie mag ich Falco in dieser Runde. Und Alex Runde. Best Buddy. Ja, genau, nur diese Runde. In der nächsten Hausarzt, Hans. Du musst doch mich hören. Also... Ich denke, es ist Jackie, so. Meine Theorie. Muss ich ganz voten? Gehen? Ja. Also ich bleib. Hör mich raus. Wenn meine Theorie stimmt, dann bin ich gut. Haha, wir haben den Imposter. Easy win. Okay. Bitte sag das. Wehe, du warst das, Falco. Wehe dir, wehe dir. Ey, safe nicht. Ey, das gibt's doch nicht. So, wir gehen halt nochmal zum Reaktor ballern hier. Ganz kurz, wo war die Leiche eigentlich überhaupt? Ich hab keine Ahnung. Es war ein Emergency Meet. Ach so, stimmt, ja. Janne, könntest du mal in den Chat gucken? Danke. Imposter, mach doch einfach 10 Kill. Du gewinnst jetzt automatisch. Vergessen, dass ich das anrühre, Alex. Das kannst du vergessen. Help. Okay. Marco, bist du? Hans war's? Aber ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage bei Electrical. Oben rechts war so ein mit drei Rädern. Was musste ich da machen? Die haben sie so zwei standen safe. Also, okay, ich erklär's dir mal. Da dreht sich ja was und da ist so eine Art, was ist da normalerweise, so ein Strich oder irgendwie so? Ja, so ein Balken. Ja, und da drin musst du stoppen. Ja, wenn es in der Mitte ist, also rechts, wenn das Ding dann rechts in der Mitte ist, musst du drücken.
Wieso war keiner beim Alarm? What the fuck? Warum sind Alex und Dings auf einmal komplett abgedreht? Warum gehst du in Navigation rein? Hättest einfach auf die Berge laufen müssen. Ich wollte zum Alarm, wurde aber abgeburkst und das Lustige ist, dann kamen noch zwei, drei andere durch hinter mir, aber die gingen unten am Tisch lang und nicht oben. Ich denke, so entdeck doch mal Leiche. Genau deswegen habe ich dich getötet, weil mir schon klar war, dass niemand unten lang, dass jeder unten lang geht. Ja, ich hatte auch oben ein Problem. Bei mir stand die ganze Zeit, ich könnte es nutzen. Allerdings war direkt neben ein Vent. Und das hat auch geleuchtet. Da war bei mir irgendwie ein Anzeigebug. Warte, oder so. Bei dir war das Vent, hat das Vent geleuchtet? Warte mal, du musst der Imposter gewesen sein. Ich war normaler Crewmate, aber das Vent hat trotzdem geleuchtet und ich dachte mir, wenn ich jetzt auf Nutzen drücke, das ist die Task. Ja, ich hatte Panik, dass ich dann tue und die denken, yo, der ist es jetzt. So haben die auch da geredet. Oh, ein roter Bildschirm. Emergency Meeting. Joke. Please vote me. Jemand hat Emergency Meeting gesagt? Nein. Never gonna give you up. Das war ein Joke. Never gonna let you down. Okay, ich vote mich selbst. Votet alle mich. Okay. Ich vote. Imposter. Okay. Ich vote Jonas. Bruder! Und das ist dann nicht so gelaufen, wie gedacht, okay. Wenn das jetzt ist. Wäre aber geil gewesen. Endervlad? Was passiert? Schon gerade nur bei mir Endervlad. Ich hab keinen Bock mehr auf dich. Der ist disconnected, ja. Internet. Hallo? Spielen wir die Runde noch ganz normal zu Ende, oder? Ja. Okay. Hallo. Okay, wieso machst du das Emergency Meeting? Du Falco, ich möchte mal ganz genau wissen, welche Tasks du bisher gemacht hast, beziehungsweise wo die ungefähr waren. Die oben links im Hauptraum. Also die allererste war, wenn man vom Hauptraum nach unten geht und dann links, da habe ich dieses, was war denn das noch für eine? Ja, mit den Kabeln habe ich gemacht. Dann war ich im Hauptraum oben links. Da gab es, glaube ich, auch nochmal Kabel. Dann war ich, dann kam der Alarm. Da habe ich das mit den Kabeln im Hauptraum oben links habe ich noch zu Ende gemacht. Dann kam der Alarm, dann bin ich wieder bescheuert hingeballert. da kamen aber schon zwei, drei andere wieder raus. Dann dachte ich, okay, cool. Ne? Dann habe ich geguckt und dann, wenn man von dem Alarmraum, wo man das wieder ausmachen kann, nach oben geht, dann wäre die nächste Task gewesen. Und da war dann das Meeting. So, und jetzt hat Jonas, du kennst dich mit dem Spiel wahrscheinlich besser aus. Ganz am Anfang bei dem. Heißt das Signaten, war das, glaube ich, ist das, wo man die Kreditkarte. Ja, und auch nochmal Kabel. Das habe ich ganz zuerst gemacht. Und dann halt den Alarm. Okay. Dann bin ich runter und dann wieder hoch und dann kam der Alarm und dann bin ich, ne, so. Hast du irgendwas in dem Raum ganz unten links gemacht? Da war noch gar nicht. Das Niedrigste, was okay, ich war, Jonas, dann ist jetzt meine Frage an dich. Du weißt doch, früher gab es bei einer Task einen Bug, wo man einfach nur doppelklicken muss und dann war das in Upper Engine auch gleich mit abgehakt. Musste man dafür zuerst den Upper oder ja, das? Das, wo man das zurechtziehen musste, musste man dafür zuerst den Upper oder in Lower Engine? Nach unten. Also ich weiß, das letzte Mal, als ich das hatte, da war das als erstes in Upper Engine. Nee, okay. Ich hatte es in Lower. Echt? Ja. Okay, dann. Nee, ich kann aber sagen, Falco Deno, wo der langgelaufen ist, da habe ich gesehen. Also da habe ich auch eine Aufgabe gemacht bei diesem, wo man
Ja, unter Cafeteria da in dem Raum. Da habe ich gesehen, wie er da die Aufgaben auch gemacht hat. Oder? Okay, ja, ja. Jane, du hast gesagt, dass du zuerst den in Lower Engine gemacht hast. Nee, ich habe gar nichts gehört. Ich habe nur gesagt, dass ich gesehen habe, wo Falcodino war. Ja, da habe ich euch auch beide auch gesehen. Hast du schon irgendwas in Lower Engine gemacht? Also der Raum ganz, ganz unten also links. Also unten links, also Himmelsrichtung Südwest. Ganz unten links. Hast du in dem Raum schon irgendwas gemacht? Nee. Okay. Hm. Jonas, was hast du bisher gemacht? Nee, warte, lass mich mal kurz sagen. Lass mich mal bitte kurz reden. Okay. Ich frage mich, okay, was wollen wir jetzt machen? Wollen wir jetzt irgendjemanden rausholen oder wollen wir jetzt noch skippen? Wir müssen meiner Meinung nach jetzt jemanden rausholen. Echt? Ich glaube schon. Ich weiß nicht. Irgendwie ist mein Verdacht auf Janne, weil sie irgendwie gemeint hatte, dass hier was in Lower Engine hatte. Der Boss hat ja niemanden umgebracht. Ich meine, Alex Jonas, haben wir. Nein, stopp. Alex haben wir rausgevotet. Enderblatt ist disconnected. Also, dein Boss hat ja niemanden getötet. Aber so. Kurze Frage: Wäre das Spiel automatisch zu Ende, wenn Enderblatt der Imposter gewesen wäre? Ja. Ja. Okay. So wirklich glaub... jemand. Und so. Und jemand. Und ich. Keiner ist so wirklich sass, ne? Jonas, darf ich dir vertrauen? Wer ist tot? Ja, du kannst mir vertrauen. Okay, dann lass uns Janne rausrufen, weil so wie Falco das gerade geschildert hat, bin ich mir zu 100% sicher, dass wenn du es nicht bist, Janne ist. Janne, eine Frage. Hast du den Scan schon gemacht? Den Scan in Medical? Medbay. Medbay, genau. Oder hast du die Task überhaupt? Hast du den schon gemacht? Weil Wo genau ist das? Also, wenn du in die Cafeteria links gehst, dann unten. Genau. Nee, ich war noch nicht da. Aber wobei, hat er überhaupt diese Task? Hast du die Task? Ich weiß es nicht genau, aber ich war am Anfang mit Falcodino unter der Cafeteria. Okay, Leute, wir müssen jetzt langsam voten, Zeit läuft gleich ab. Jonas, ich vertraue dir. Die Vote ist hier. Ich überspringe hier. Janne. Okay, warte. Ich bin's nicht. Dann ist es Jonas. Ey, Falcodino, das merke ich mir. Ja, eigentlich kann ich gerne ausschließen, dachte ich, weil der immer mit einer anderen Person ständig bei mir war, aber ich habe jetzt gerade eine Panik gemacht. Ich hätte eigentlich Jonas getippt, aber... Das merke ich mir, Falcodino. Ich habe Jonas gefragt, ob man ihm vertrauen kann, und scheinbar kann man ihm nicht vertrauen. Janne, nächstes Mal sind wir zusammen. Oh Gott. Los, schnell, er hat doch Kill-Cooldown. Der kann noch, aber... Nee, warte, scheiße. Ich bin da, ich geh unten. Okay. Alex. Falco, jetzt renn um dein Leben, renn! Bitte Mikrofon aus. Du darfst ihn nicht nah an dich rankommen lassen, okay? Sonst bist du tot. Ich wusste es. Ich auch, aber ich dachte so, hey, Jonas spielt raus, voten wäre gemein. Warum votest du dann mich raus? Ja, weil ich sonst immer Jonas raus vote und der immer dann gegen mich schießt und ich das nicht mag. Erstmal war das Panik und erstens war das Panik, weil ich nur noch eine Nanosekunde übrig hatte und zum zweiten hätte ich Jonas getippt, dann wäre er, dann wärst du rausgeflogen. Ich hätte jetzt jeden voten können, auch mich. Also. Mir war es irgendwie schon klar, ob dem Jonas sofort gesagt hat, ja, wir machen weiter. I am the detective. I will kill everybody. Bitte mute. Oh, verdammt, ich war nicht muted. Emergency, Alarm, never gonna give you up, never gonna let you verschwinden. Ich bin dafür,
ich bin... Jackie war mit Jonas. What? Nein, es ist Jane. Und zwar, lass mich erklären. Jonas, dumm schalten, du bist tot. Jonas, du bist tot. Ja, aber direkt... Du bist tot. So, und es ist Jane. Lasst mich erklären, warum. Ihr kennt doch diese Tags mitten in Navigations, wo man einfach nur in die Mitte klicken kann, muss. Ja. Wisst ihr, ja. wie lang denkt ihr, braucht man dafür ungefähr? Maximal 3 bis 4 Sekunden. Jane hat da sehr, sehr lange gestanden. Also wirklich sehr, sehr lange. Na, vielleicht hat er gerade bei Tab geguckt, welche Aufgaben er sonst noch hat und hatte das gerade fertig. Nee, also ich weiß nicht. Ich hab das. Man muss in die Mitte klicken. Ich hab das da reingezogen. Also das. Du kannst das gar nicht ziehen. Doch, kann man ziehen. Aber das dauert trotzdem nicht so lange. Wenn du währenddessen auf deine Karte geschaut hättest, wärst du bereits weitergelaufen. Also man kann, wenn du Karte öffnest, dann schließt sie die Task, die man gerade macht. Ich bin nicht auf die Karte geguckt, ich habe hier dieses... Ich wollte nur zu Falco sagen, weil der gesagt hat, vielleicht hat er auf die Karte geschaut, aber das geht nicht. Hallo. Als erstes habe ich oben die Asteroiden abgeschossen, direkt neben Cafeteria bin ich da rein. Ich weiß aber nicht, ob mich da jemand gesehen hat. Also für mich ist das kein richtiges Indiz, weil ich laufe auch ganz gerne mal, normalerweise habe ich die Karte zu 80% geöffnet oder so, dann laufe ich auch gegen irgendwelche Tische oder so. Ja, ich auch. Oder steht aber er ist nicht dagegen gelaufen, er ist da wirklich stehen geblieben. Ja, oder manchmal stehe ich auch. Weil ich die Aufgabe gemacht habe. Ich habe jetzt nicht alle gevotet, weil erst einer tot ist. Und für mich ist jetzt eigentlich Jackie am meisten sus, weil du schiebst die Schuld im Prinzip auf Janne. Ja, das erste war. Und hast damit im Prinzip die Leiche von Jonas verschwinden lassen, dass keiner sie reporten kann. Ich bin vielleicht gleich ist zum Table auch, gerannt. Weiß irgendwer, wo Jonas Leiche liegt? Nee. Vielleicht ist es aber auch Falco, Falco der Einzige war, der nicht bei euch viel mit war, außer mir, und ich weiß, dass ich kein Imposter bin. Wo wart ihr denn überhaupt alle? Hallo, ich habe Jonas und Jackie zusammen in Communication gesehen. Und wie kann das sein, wenn die beiden doch gerade von Emergency Meeting. Aber die reden doch von was ganz anderem. Ja, die reden doch von wie heißt das, Navigations. Das ist das Problem. Ja, Navigations, das war auch Navigations. Du hast gerade Communications gesagt. Ja, Entschuldigung. Hab ich untersagt. Mensch, verwirr mich doch nicht. Ja, weiß nicht, also... Aber weiß denn jemand, wo die Leiche liegt? Nee. Nee. Die Leiche wurde ja gewanished, außer der Imposter weiß niemand. Und wenn das der jetzt Imposter jetzt sagen würde, wäre es ziemlich dumm. Ja. Na ja, gut. Also ich überspringe, ich kann nur sagen, ich weiß nicht. Ja, RIP. LOL. Das heißt, Falco, Falco, Hans und noch mehr hat Dings gevotet. Sind doch alle korrupt hier. Also ich habe ihn gevotet, weil ich sonst keine Ahnung hätte und wenn die da keine Ahnung. So, erstmal nächste. So. Ich weiß, wer es ist. Sag bitte, wer. Es ist Falco. Ich habe es auf den Kameras gesehen, aber ich bin zuerst zum Emergency-Ding gelaufen. Weil Falco war gerade einen Zentimeter hinter mir. Ja, bei diesem. Aber er hätte noch Kill-Cooldown gehabt.
Es war vor circa 10 Sekunden und der ist ja keine Ahnung. Ich hab einen Herzinfarkt bekommen, weil Falco aus dem Nichts hinter mir stand. Vor 10 Sekunden es ist Falco. Ich war vor 10 Sekunden noch bei den Waffen, Alter. Ich kann nicht sagen, ob es Jackie oder Falco ist. Es ist Falco. Überzeugt mich, dass es der jemand anderes ist. Ich habe auf den Kameras gesehen, nicht wie er ihn umgebracht hat, aber wie er von der Leichen weggelaufen ist. Ja, ich weiß nicht, ob du mich... Dann hast du einen Safe-Report gemacht oder was? Weil ich war doch eben hier bei Alex und so und also keine Ahnung. Du hast es aber vor circa 20 Sekunden getan. Na, eben, wenn wir jetzt deine Route rekonstruieren... Okay, Alex, wo liegt die Leiche? Sie liegt in dem Gang von Admin raus, in dem Gang zwischen Cafeteria, Admin und Storage. Okay, wo sind da Admin? Ganz genau in der Mitte liegt. Wo sind Admin? Wo genau, das kann gut sein, weil von Admin kannst du in den Gang zwischen Navigations und Shields wenden, wovon Falco gerade kam. Also klingt plausibel. Falco, deine Version. Ja, also ich weiß erstmal nicht, wo Admin und Storage sind. Also, aber. Ja, Storage ist das große, mittige, wo man den. Das unter dem, wo die Person umgebracht hast. Na, wie gesagt, vor 10 Sekunden warst du gesagt, war ich noch bei den Waffen und dann ging ich runter zu dir, hab dich gesehen und dann auf einmal kam der Alarm. Das gibt gar keinen Sinn, weil das Ganze meiner Meinung nach viel zu lange Zeit gebraucht hätte. Außerdem, was für einen Grund hättest du bei Weapons zu sein, ja, wenn du da schon am Anfang warst? Ja, ich habe erstmal da bei Task geguckt und dann bin ich runter und habe erstmal ein paar kleine Aufgaben gemacht, weil ich diese Aufgabe eigentlich total scheiße finde. Die dauert mir zu lange. Die mache ich meistens am Schluss. Also, oh, ich weiß es echt nicht, wer es ist. Also ich würde auf, weiß ich nicht, ich weiß es genauso wenig. Also da Alex bei mir war, würde ich jetzt irgendwie jetzt noch auf Jackie tippen. Du würdest sowieso auf mich tippen, weil ich jetzt ja schon dich gewotet habe. Nee, das ist kein Grund. Also, meiner Meinung nach würde es zu lange dauern. Ich weiß jetzt nicht, wo genau ihr euch begegnet seid. Aber so wie es sich angehört hat, wäre es zwischen Shields und Storage. In Shields. Ich bin gerade aus Shields Richtung, gerade zwischen Shields und dem Gang for Communications. Und in der Sekunde kam Falco von oben. Ja, da standst du auf einmal. Ich habe mich gewundert, ob du ein bisschen losgelatscht. Oh nein, ich weiß, wie er es gemacht hat. Er ist gleich nach dem Kill losgerannt. Ich habe nämlich gesehen, wie er weggelaufen ist. Er hat nicht das Vent benutzt. Er ist einfach durch Wettens ganz stumpf durchgerannt. Er hat uns nicht gesagt, was er davor getan hat. Glaube ich nicht. Das davor wäre interessant gewesen. Du bist du gewendet? Bist du gewendet? Nee, wie soll ich wenden, wenn ich kein Imposter bin? Ja, Arschlöcher. Ja, genau. Ah ja, aber trotzdem, meine Version, was ich gesagt habe, war richtig, bis auf das, dass ich verschleiert habe, dass ich es war. Also ich war tatsächlich bei dem Stuhl. Weil so lang kann man keinen Tank auffüllen. Und Falco war direkt hinter mir. Ich noch ein bisschen... Aber das Ding ist, ich war tatsächlich bei dem Stuhl, habe mir extra gemerkt, dass der Raum Weapons heißt. Stand da so für 5 oder 10 Sekunden, eigentlich viel zu wenig. Und dann sagst du, an sich stimmte meine Version, bis halt auf, dass ich kein Imposter bin. Yeah.
Janne ist raus. Ich hab noch eine Task. Was für Ding? Mann! Ich bin mit meiner schon durch. Sobald ich sehe, oh mein Gott, ich glaube, es ist entweder Jonas oder Parlex. Falco kann es nicht sein. Und sobald ich mich sicherstelle, dass das eine safe ist, wird er getötet. Das ist doch... Was ein bisschen problematisch ist, dass Janne jetzt irgendwie rausgeflogen ist und jetzt hat der Imposter noch ein bisschen mehr Möglichkeiten zu gewinnen. Okay, wenn Enderblatt sagt, es bin ich oder Jonas. Ich weiß, ich bin es nicht, also es ist Jonas oder Enderblatt. Easy. Wieso oder ich? Falco. Das könnte auch weil ich ja auch nicht von dir ausgehen kann, dass es nicht bis näher an Falco bin ich ziemlich sicher, dass er nicht ist. Junge, ich habe sogar nachgezählt. Also ich war, hab die Leiche da entdeckt. Okay, lass mal Falco hin. Ja, ich habe die Leiche da entdeckt, wo man diese Kreditkarte durchschieben muss. Admin. Ja. Okay. Da lag der hier links am Tischfuß. Ja, okay, das heißt, die Leiche ist schon etwas länger tot, weil ich war mit Janne. Lass mich ausreden! So, dafür ich war mit Janne vorhin in Admin und dann bin ich raus. Und wenn Janne in Admin liegt, dann muss es heißen, dass er wahrscheinlich schon etwas länger tot ist. Davon gehe ich aus. Ich kann es nicht beweisen, aber davon gehe ich aus. Hier meine Version. Ich war mit Jackie in Admin. Dann ging Jackie zu diesem Ding, wo man guckt, wo wer ist. Also, diese. Ja, ja. Admin-Panel. Ja, dann bin ich weggegangen. Admin-Panel, genau, ja. Ich nicht mehr wusste, dass es Jackie nicht ist. Und sofort danach kam der Report. Warte, wenn ich das mir so überlege, dann habe ich eine große Chance, dass es auch Falco sein könnte. Wieso geht's euch auf einmal hier? Nicht so wichtig. Also ich finde, Enderlot klingt am meisten sass. Okay, ihr könnt mich rausvoten, aber der... Nein, ich würde dich jetzt nicht rausvoten, weil wir haben keinen Beweis. Wir müssen jetzt noch auf den nächsten Kill warten. Wenn der Imposter jetzt dich killt, dann wissen wir, dass es Jonas oder Falco ist. Wenn aber du nicht stirbst, dann wissen wir, dass es entweder du oder der andere Überlebende bist. Also ich bin safe nicht, ich kann es nicht beweisen, aber... Das hat's auch. Okay, so sicher wäre ich mir denn jetzt nicht, keine Ahnung. Und ich habe Mickey Mouse Shield an, ja, also ich darf nicht sterben. Das Beste daran, jetzt kann ich nicht sterben, weil dann, wenn ich sterbe, dann werde ich nicht mehr gesasst. Also, bist du jetzt wirst du... Natürlich wirst du nicht gesasst, wenn du tot bist. Das What the fuck? Ja, wow. Kurze Frage, was heißt gestastet werden? Fragen wollte. Sus ist Suspekten, also Verdächtigen. Achso, okay. Okay, das wollte, dass der Imposter mich jetzt nicht töten wird. Oh fuck. Ja. Der Imposter wird mich jetzt nicht töten. Warum liefst du? Fuck. Ach, jetzt müssen wir voten. Falco, wer denkst du, ist es? Jonas oder ich? Keine Ahnung, Mann. Ich weiß es ja nicht. Ich hasse es in der ersten Runde. Okay, voten wir einfach Jonas. Jonas ist gerade nicht da. Dann tut mir leid, Jonas ist jetzt blöd. Aber wenn es Falco, wenn du es bist, dann Glückwunsch. Wenn nicht, dann. Oh mein Gott, Mann, dieser scheiß WLAN. Herzlichen Glückwunsch. Nein, Jonas ist da, was? Ja, weil mein Vater gerade reinkam. Ach so, ja. Dann sag was. Ja. Wer war denn Papa? Nee. Wow. Glückwunsch, Falco. Ich habe direkt Self-Report gemacht. Ich hab mir gedacht, bislang habe ich immer so gemacht, erst töten und dann irgendwie rumlaufen und swippen. Ja, ist auch besser. So, das war meine erste Idee, aber ich habe gedacht, jetzt mache ich das genau andersrum. Hast du gesagt, dass ich am Kreditkarten-Teil des Tisches war? Ich. Wer? Ich. Nee, Falco hatte doch gesagt, als er reported hat, wo ich lag. Ja, Admin. Am Kreditkartentisch, oder? Hat er doch gesagt. Ja, ja, ist ja auch klar. Ich hab dich auch da am... Wenn ihr gedacht hättet, ich war da vorhin schon einmal mit Enderblatt und so weiter hinten an dem Kreditkartenteil, dann hätte es für mich ja gar keinen Sinn ergeben, nochmal dahin zu gehen. You know? Also,
Und damit war die Position halt falsch. Und von daher wäre es halt dann er gewesen, weil er dann gelogen hätte. Ich sehe anfangs immer so 2 Jahre lang nicht, was ich bin. Ja, same. Game. Auch schon wieder ein roter Bildschirm. Naja, Emergency Meeting jetzt. Ih, war man nicht grün, hässlich. Da ist jemand tot. Oh mein Gott, Janne, entweder bist es du oder es ist Jackie. So, eine von euch beiden. Weil ich weiß nicht, ich war die ganze Zeit bei dir. Nein. Du kannst nichts sagen. Nein. Ich war die ganze Zeit im Cockpit. Ich war die ganze Zeit im Cockpit. Doch. Wo liegt die Leiche? Die Leiche liegt in Weapons. Jackie, du warst in Weapons. Janne bei Navigation. Dann hat Janne mich verfolgt, sobald ich Navigation eintrat und Janne gesehen habe. Was wäre, wenn du Jonas umgebracht hättest, jetzt einen Self-Report machst und das auf uns schieben möchtest? Ich war beim Alarm. Also, hey, aber Moment. Enderflat hatte mindestens irgendwie so 10 Sekunden Zeit, mich umzubringen und ich auch. Also wir hätten uns beide umbringen können und haben es nicht gemacht. Entweder ist Enderflat ein richtig Kranker, der hier irgendwelche Psychospielchen macht. Ja. Oder sind wieder nix. Ja, gibt nichts. Ich vote Janne. Janne ist am meisten bei mir sass. Ja, ich vote auch hier. Ich wollte dich in der Flasche. Enderlord, ich vertraue dir, weil vorhin war, ne? Nein! Oh. Es war wieder Falco! Ja, doch, zum Schluss war eine Sabotage da, oder? Auch, das war auch mit der Sabotage richtig passend. Sobald ich eintrete, kommt die Sabotage und er verfolgt mich. Wer, Jen? Janne? Janne. Ja, aber ich wollte, weil ich das lösen wollte, dann musste ich doch mit dir mitlaufen und ich hätte ja genug Zeit gehabt, dich umzubringen. In der Mitte. Du standst in der Mitte des Raumes. Du hast nichts gelöst. Ja, ich hab ja auch nicht, weil ich dachte, ich kann jetzt irgendwie sehen, wenn da jemand ventet oder so. Also war das nicht ganz viele Leute hingelaufen? Also bei mir, zu meiner Verteidigung, ich lief erst durch Weapons und dann in den Raum darunter nach links zu den Laubgebläse da. Und dann bin ich runter und war dann bei Communications, da kam mir Jackie entgegen und dann kam der Alarm, ich wollte hoch und dann wurde reported. Stimmt, ich habe auch diese Blätteraufgabe gemacht, ziemlich zeitnah mit Falco und Inyo, hab da aber etwas länger gebraucht und dann war ich da alleine. Ja, da waren so mit also mir ich hatte, ich habe erstens 20 Sekunden gehabt, Falco und Inyo umzubringen und nochmal 10 weitere, um Enderflat umzubringen. Und beide leben noch. Jonas habe ich auch die ganze Runde nicht gesehen. Die erste Runde hat den Poster 15 Sekunden. In der zweiten kommt der richtige Cooldown. Nee, ich meinte jetzt nicht mit Cooldown, sondern in der Zeitspanne, wo wir zusammen waren. Die war halt viel zu lang. Also, was? Ich war mit dem Punkt. Ich hatte nur eine Sekunde gesehen. Ja, ich hätte euch mehrmals umbringen können. Ich überspringe auch. Ja, würde ich jetzt also, auch Janne. Ich würde jetzt auch Janne am besten überspringen. Also mit Jonas ist es nicht, das weiß ich. Das ist so eine Vermutung. Jonas ist tot. Ja, deswegen ja. Gute Vermutung, gefällt mir. Ich auch nicht. Jackie halte ich am ehesten für unwahrscheinlich und deswegen weiß nicht. Ich bin's. Aber dann ist es Janne. Ich bin's nicht. Ich bin's. Ich mache jetzt direkt Reaktoralarm, bring Enderblatt um und dann gewinne ich, weil Falkino nicht mehr mit Jackie den Alarm fixen kann. Easy. Töte Enderblatt. Töte. Ich meine es ernst. Ich bin Imposter. Echt? Genau wie ich es gerade gesagt habe, werde ich das machen. Erst Enderblatt, dann Reaktoralarm und dann Easy Win. Oh, leck mich doch. Okay, ich mach's anders.
Ja, Entschuldigung. Dann liegt eine Leiche in Electrical. Alex, hast du nicht gemeint, du wärst Imposter? Ich hab... Nein. Jawohl! Das ist tot. Ich hab's gesagt, ja, aber es war ein Joke. Also. Nein, ja, aber es wäre dumm, das zu sagen. Ich meine, vorhin habe ich genauso gelogen. Also, ich kam vor so, ich weiß nicht, 15 Sekunden erst aus Electrical, hab mich um die drei Aufgaben da gekümmert. Da kamen mir nach dem Alarm ja auch ein paar Leute entgegen, aber weiß nicht. Also, ich war noch beim, ich war gerade beim Lager bei dem, Benzintank und dann wollte ich nach oben laufen. Also, wenn da jetzt jemand, weiß nicht, also ich habe in dem Zeitpunkt euch alle da gesehen. Ich habe keine Ahnung. Also, ich habe mich aus dem selbst gewotet. Ich habe auf mich draufgeklickt und auf das X und dann war ein Vote da. Finde ich gut. Wow. Eingestellt. Also, der Imposter könnte das jetzt. Aber ja voll vielleicht habe ich mit, ich war es auch gemeint, meine Farbe ist es, aber das. Kann ich ja nicht bezeugen. What the fuck, das ist deine Farbe. Grün ist deine Farbe. Das wird dann immer noch du selber. Oder warte mal, wenn es grün ist, dann ist es Falco. Wenn es grün ist, bist es du, weil du bist normalerweise das Nein, Grün ich und ich bin normalerweise das Orange. Ja, aber grün ist Falco. Ja. Also ich weiß, für wen ich gewotet habe und für wen ich eigentlich voten wollte. Also einer von euch beiden ist es, aber ich weiß nicht, wen ich jetzt voten soll. Also ich habe mich gewotet und Jackie wird mich gewotet haben. Also entweder du wortest mich oder Jackie und das Spiel ist rum. Anyways, werden wir verlieren, weil ich habe außerdem mich gewotet. Das war ein Fehler, es tut mir leid. Ich vote Jackie, einfach so, komm. Ja, ich habe mir gedacht, nee, das wäre ja unfair, deswegen habe ich Falco gewotet. Danke, Hans, und jetzt wirst du einen von uns umbringen und gewinnen. Ihr habt es erfasst. Siehst du aus, Falco, der ist verrückt. Lauf einfach weg. Klaus Kinski lebt, ich werd bekloppt. Lauf weg! Lauf einfach weg! Achso, wenn das nicht sieht, dann kann ich nicht. Komm! Wir machen was Schönes! Ich fühle mich wie beim weißen Hai. Dun, 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 dun. Entkomm ihm einfach, dann kann ich den Emergency Meeting drücken. Okay, dann scheiße ich auf die jetzt. Hat er mich eingeschlossen, der Penner. Aha! Weg. Ich glaub, Alko? Ich hab Angst. Bitte. Gott, Panik! Ich laufe wie ein Bekloppter. Nein! Hast du nicht gedacht, dass ich das tue, oder? Alko, du musst länger überleben. Nein! Das war ja okay, Hans wird mir zu psychopathisch, ich muss weg hier. Das war die bescheuerste Runde ever. Ich will nicht mehr Imposter sein. Also du bist ja nur noch Imposter, Hans. Ja, ich will nicht mehr. Ich hab den cheatet. Ja, dann schmeißen wir einfach dich raus und dann starten wir einfach ohne dich, dann bist du kein Imposter. Ja! Ha, ich hab Orange. Ja, ich bin dann raus für heute. Okay, dann höre ich aber auch auf. Ja. Moment, stopp. Also viel Spaß noch, ciao. Will noch jemand dann Schluss spielen? Nee, ich nicht. Ich? Auch nicht. Ich verabschiede mich. Tschüssi. Ich will rein. Okay. Wir gehen aber hoch in den Allgemeinen-Channel, also. Ja, und ich sag nochmal fürs Video, schön fürs Ansehen, genau, dankeschön. Dankeschön fürs Ansehen, hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Das war natürlich bis zum Schluss, letzte Runde war der Knaller. Klaus Kinski lebt. Ja, alles klar, dann sag immer Tüdelü, Tschüssikowski und Cheerio.